Kommt gerne zur Bühne, wenn ihr einem Vortrag lauschen möchtet. Es geht über Mindtest bzw. Minecraft, so viel sei schon mal verraten. Uns ist zugeschaltet aus Stuttgart Chris Binder, der Medienpädagoge und Spieleentwickler, wird sich selber gleich nochmal vorstellen. Sein Thema ist zukunftsorientiertes Lernen mit Mindtest und Blockelot. Und ich bin gespannt, was Blockelot ist, ob es da quasi um einen neuen Lancelot geht oder was auch immer. Vielen Dank schon mal dafür, für deinen Beitrag, Chris. Und du hast das Wort. Oh ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Genau, ich bin Chris Binder, ich bin freier Medienpädagoge und unterstütze derzeit mit dem Projekt, was ich vorstelle, das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg und will euch kurz vorstellen, Mindtest und Blockelot. Und steige auch direkt ein. Mindtest sieht hier so blockmäßig aus, erinnert an Blockwelten, erinnert an Minecraft, das bekannte Spiel, ist allerdings eine freie Variante davon und eigentlich eine Engine, wenn man es genau nimmt. Das heißt, man muss hier nicht in so einer Welt spielen, sondern es wurden, da es ein freies Spiel ist, von der Community viele weitere Spiele entwickelt. Sowas wie, wer es kennt, Subway Surfer wurde hier in Mindtest umgesetzt. Also man hat dann Subway Miner, wo man eine Spielfigur durch ein Level bewegt und Münzen aufsammeln muss. Wurde auch sowas umgesetzt wie Little Lady, bei dem man mit einem kleinen Marienkäfer ein Level erkundet und dabei auch in dem Fall auch Coins einsammelt. Es gibt so ein Spiel wie Mini Forts, ein Tower Defense Spiel, was eben auch in dieser Engine umgesetzt wurde, bei dem man ja, eine Basis aufbaut, die verteidigt. Also eigentlich bekannte Spielprinzipien, allerdings hier auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben ändert. Also dass man eben nicht nur dieses Blockspiel, was viele Jugendliche kennen und lieben, benutzen kann, sondern eben auch sich das für seine eigenen Zwecke anpassen kann. Und was eigentlich Blockelot ist, das möchte ich hieran zeigen, wenn man selber als einen Server aufsetzen möchte, um das gemeinsam zu spielen mit anderen, dann sieht das erstmal so aus, also ein bisschen technisch. Und dann haben wir uns vom Landesmedienzentrum gedacht, das wäre doch wunderschön, wenn wir eine Serveroberfläche hätten, auf der Lehrkräfte selbst eigene Lernräume entwickeln können. Also wenn Lehrkräfte sagen, sie wollen Game-Based Learning nutzen, das heißt, sie möchten Spiele anwenden für Bildungszwecke, dann können sie hier selbst sich über so ein Web-Dashboard eigene Game-Server aufschalten. Wir nennen das Lernräume. Hier sieht man in dieser Oberfläche auch schon mal vier. Und ja, da gibt es dann verschiedene Aktionen, die das Ganze einfach ein bisschen leichter machen, damit man hier nicht dieses Code-Gewusel vor sich hat. Man kann selbst Benutzer anlegen, natürlich ist ganz wichtig, die löschen, Passwörter zurücksetzen und so weiter. Aber wir arbeiten auch die ganze Zeit an weiteren Funktionen, also zum Beispiel sowas wie das Verwalten von Gruppen, jetzt im Bildungswesen auch Classroom-Management genannt, dass man mal Schülerinnen und Schüler zu sich herholen kann, dass man die irgendwohin teleportieren kann, dass man denen auch Privilegien einräumen kann in dem Spiel, dass sie zum Beispiel fliegen können, dass sie in den Kreativmodus nutzen können. Dann haben wir, wie es sich für so eine kreative Spielwelt vielleicht auch wichtig ist, Funktionen, um Bauwerke zu schützen, verschiedene Erweiterungen, wie hier unten rechts in der Grafik, dass man sich zum Beispiel ritualisierte Klassenräume, Orte, in denen man sich immer trifft, aufbauen kann. Und neuerdings arbeiten wir auch an solchen Erweiterungen, dass man zum Beispiel eigene Bilder dann in der Spielwelt platzieren kann. Könnte ja überhaupt überall interessant sein, für den Storytelling-Bereich, aber natürlich auch für den Bildungsbereich. Man dann irgendwie Grafiken, an denen, anhand derer man irgendwie etwas erklären möchte und im Spiel platzieren kann. Daneben gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel aus vorgefertigten Kartenvorlagen eigene Spielwelten zu laden, die dann eben schon vorbereitet sind. Da möchte ich gleich einfach auch noch ein paar zeigen. Und auch eine ganze Menge Begleitmaterial. Es gibt zum Beispiel eine Blockelot-Wiki. Rechts ist auch nochmal der Link eingeblendet, aber ich zeige ihn auch nochmal am Ende. Da wird zum Beispiel ganz viel erklärt, worum es bei diesem Projekt geht, wie Lehrkräfte und Lernende das auch benutzen können.
Im Moment ist tatsächlich ein bisschen beschränkt auf den schulischen und außerschulischen Bereich, also den Non-Profit-Bereich. Aber da es noch in der Beta-Phase ist, laden wir natürlich auch andere Player, die interessiert sind, daran, meinen Test einzusetzen für Bildungs- und ähnliche Zwecke, sich das mal anzuschauen. Und hier wird zum Beispiel erklärt, wie die Lernenden, die Spieler und Spielerinnen nutzen können, wenn die jetzt irgendwie Fragen haben, aber auch für Lehrkräfte, vielleicht für die, bei denen das, die jetzt nicht so, die ein bisschen Hilfe brauchen, da noch in dieses Spiel reinzusteigen. Und dann gibt es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie schalte ich neue User auf, wie schalte ich Öffnungszeiten von Lernwelten an, wenn man das denn braucht, wie benutze ich bestimmte Funktionen. Auch eine Übersicht über Lernabenteuer, das heißt, unsere Kartenvorlagen, die wir da nutzen, die werden dann nochmal ganz schön erklärt und auch Lernideen. Das heißt, wir haben eigentlich auch so ein kleines Netzwerk aufgebaut von Lehrkräften, die miteinander sich auch gegenseitig austauschen und dann, wenn sie in der Schule zum Beispiel bestimmte Abenteuer durchgeführt haben, dann davon so einen kleinen Ablauf schreiben, an dem sich dann auch andere orientieren können oder inspirieren lassen können für eigene Lernabenteuer. Ja, das Ganze gar nicht so ausdetailliert vorgegeben braucht. Er hat aber natürlich auch die Möglichkeit, eine ganz neue leere Welt zu generieren und selber sich da was aufzubauen. Zum Beispiel so hilfreiches Material wie eine Handreichung, die rausgekommen ist, wo nochmal sehr gut erklärt ist, worum es sich genau bei Mindtest handelt und worum es sich auch beim Game-Based Learning handelt, was da so die Chancen sind, aber auch wie ganz viele Funktionen erreichbar sind. Hier so ein Beispiel, wie stelle ich mir meinen eigenen Avatar ein, wie muss ich vielleicht als Lehrkraft auch eine Welt vorbereiten, damit die auch interessant ist für Lernende. Also so wie man vielleicht auch in der Schule sich überlegen würde, wie muss ein Klassenzimmer aussehen, kann man sich hier ja auch überlegen, wie muss eigentlich eine virtuelle Welt aussehen, damit die interessant ist. Jetzt, um das vielleicht noch mal ein bisschen plastischer zu machen, möchte ich einfach ein paar Welten zeigen, die es bei uns so gibt, die man nutzen kann. In Baden-Württemberg gibt es ja zum Beispiel den Basiskurs Medienbildung. Das ist einfach ein verpflichtendes Modul, praktisch, das in den sonstigen Unterricht mit eingebaut wird, bei dem es darum geht, informatische Kompetenzen aufzubauen und Medienkompetenz auch. Und da haben wir eigentlich ein relativ großes Modul entwickelt, das auch nicht nur in Mindtest stattfindet, aber eben zusammen mit Mindtest genutzt werden kann. Geht es darum, wie wählt man sichere Passwörter, wie navigiert man auf dem Computer, wie benutzt man Textverarbeitung, wie recherchiert man auch Quellen und gibt diese an. Ein Teil davon kann eben hier in Mindtest in einer Welt durchgeführt werden. Da hat man hier zum Beispiel das Datencenter, in dem die Jugendlichen, die dann auch in dieser Welt interagieren, sich so kleine Badges abholen können. Kleine Trophäen für erledigte Aufgaben. Das erinnert jetzt ein bisschen an Gamification, aber in der Welt können natürlich auch gebaut werden, kreativ gearbeitet werden, kann zum Beispiel ein nachhaltiges Dorf gebaut werden und dann können die Jugendlichen sich beispielsweise diese Inhalte, die sie da erzeugt haben, rausholen und können die zum Beispiel in einer Textverarbeitung nochmal bearbeiten, um darüber zu lernen. Der Basiskurs Medienbildung richtet sich dann auch so an Klasse 5. Hier gibt es eine Welt, die MESCON-Ausgrabungsstätte. Also man sieht es ja schon ein bisschen, hier gibt es solche Ruinen und da ist auch ein bisschen das Storytelling dahinter, dass ja eine antike Zivilisation Technik hatte, die jetzt entdeckt wurde. Und die Aufgabe der Jugendlichen ist es, anhand dieser Technik ein bisschen auch informatische Grundprinzipien kennenzulernen. Mehr Minecraft spielt, kennt ihr natürlich auch die Redstones, mit denen ja ganz tolle Projekte umgesetzt wurden. Computer, automatische Türen, Fallen und so. Das geht eben hier auch und teilweise sogar noch ein bisschen mehr. Das dann in diesem Storytelling, das sieht man jetzt hier in dem linken Bereich, die Jugendlichen selbst eigene Experimente durchführen können und natürlich auch darüber nachdenken können, wie können eigentlich Maschinen auch dabei helfen, Probleme zu lösen, im Spiel, aber dann natürlich irgendwann auch später auf die physische Welt übertragen. Eine weitere Spielwelt, das ist für bei vielen von unseren Lehrkräften, die neu mit Blockelot, also in Blockelot einsteigen, auch so der Startpunkt, ist die Oasis.
Dabei handelt es sich eigentlich um so eine volle Spielwelt, Lernwelt, bei dem es dann unterschiedliche Domes gibt, die man hier auch in der Mitte sieht, also diese Halbkugeln, dann gefüllt sind mit unterschiedlichen Aktivitäten. Da gibt es eine Bühne, um etwas zu präsentieren oder vielleicht auch eine kleine Kulisse aufzubauen. Da gibt es einen Beginner-Parcours, bei dem man die Steuerung überhaupt erstmal lernt. Dann gibt es, hier sieht man es ja so ein bisschen, so eine angenehme Parklandschaft, in der man sich bewegen kann und natürlich die aber auch umbauen kann. Natürlich ist in diesem Spiel ist sehr leicht veränderbar, da alles aus Blöcken besteht. Und was man im Hintergrund schon ein bisschen sieht, hier verschwindet das so im Nebel. Es gibt dann zum Beispiel auch besondere andere Orte, sowas wie The Studio, bei dem man dann eigene Greenscreen-Filme zum Beispiel in der Spielwelt filmen kann, sodass Schülerinnen und Schüler da auch selbst eigene Inhalte erstellen können, die sie dann zum Beispiel auch rausnehmen und in einem Video wieder einfügen. Letztes Beispiel. Hier geht es um eine Spielwelt, eine Lernwelt, die ich jetzt gerade mit dem Kollegen zusammen noch entwickle, die ganz unterschiedliche Orte auch wieder hat, bei denen Aktivitäten durchgeführt werden können. Die sind dann ein bisschen mehr gemünzt auf bestimmte Fächer. Gerade bei dem hier geht es auch um Storytelling, bei der eine Bewohnerin hier in dieses Einsiedlerhaus einzieht, was sich hier auf dieser Klippe befindet. Und dann geht es darum, dass sie ihre Familie auch, dass sie mit ihrer Familie hier ein kleines Dorf aufbauen möchte, allerdings das Ganze gar nicht nachhaltig ist. Und jetzt geht es darum, auf den einzelnen Inseln dann Gebäude aufzubauen, die nachhaltig sind. Und da werden auch wieder diese Schaltbausteine verwendet, verschiedene andere Blöcke, die es eben in der Mindtest-Welt gibt. Wie kann da zum Beispiel, wie können die Häuser gestaltet werden, dass die nachhaltig sind? Kann eine Energieversorgung vernünftig funktionieren und so weiter? Das kann da alles mit behandelt werden. Natürlich lassen sich ganz unterschiedliche Inhalte abbilden in Mindtest. Man kann überfachlich arbeiten, das mache ich als Medienpädagoge sehr häufig. Dann geht es um kollaborative Kompetenzen, es geht um Problemlösefähigkeit, es geht auch um das Miteinander, dass Jugendliche dann anfangen, gemeinsam Regeln sich zu geben und zu planen und dann umzusetzen. Hier beispielsweise in einem Projekt, das auch mit der Computerspielschule Stuttgart durchgeführt wurde, in einem offenen Projekt. Das ist zum Beispiel ein Rätsel, bei dem hier dieses Schachbrett analysiert werden musste und dann so der gewinnende Zug herausgefunden werden musste. Und im Hintergrund sieht man ein bisschen die Schalter, da leuchtet auch einer grün. Mussten eben die Jugendlichen den richtigen Zug herausfinden und dann hat sich halt ein Geheimgang geöffnet und hat den Jugendlichen in ihrer Story weitergeholfen. Das Ganze ist so ein bisschen eingebettet in den Learning Compass von der OECD. Da geht es ja darum, die Lernenden mehr ins Zentrum zu stellen, mehr Agency zu geben, also mehr Eigenverantwortlichkeit. Und dafür eignen sich Spiele natürlich super und vor allem Mindtest mit seinem großen kreativen Potenzial. Das Ganze dann natürlich auch verbunden mit so etwas wie den 17 Nachhaltigkeitszielen. Ist dann eigentlich so, wo sich auch das Lernen dann hin entwickeln muss, damit es nicht mehr nur Schule ist, Noten, die dann das einzige Feedback sind über den Lernfortschritt. Also, wen das interessiert, kann ich nur empfehlen, gerade aus dem Bildungsbereich, sich das mal genauer anzuschauen. Wir haben eine große Community von Lehrkräften, die da mit dabei sind, im schulischen, außerschulischen Bereich. Es gibt Austauschtreffen unter Lehrkräften. Es gibt aber auch Praxisworkshops, in denen man dann nochmal sich bestimmte Funktionen genauer anschauen kann. Und wir haben eben auch diese Lernideen, die dann auch von den Lehrkräften untereinander kommen, bei denen man einfach auch nochmal so eine Art Inspiration kriegt. Dann bedanke ich mich. Wenn es Fragen gibt, dann beantworte ich die jetzt gerne. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, lieber Chris. Es gibt eine Frage im Chat direkt, und zwar, ist das nur für Lehrkräfte nutzbar oder dürfen das auch freiberuflich Tätige nutzen? Und ich würde auch direkt daran anschließen, meine Frage, ist es denn, wenn wir jetzt bei den Lehrkräften bleiben, auch nur in Baden-Württemberg nutzbar oder genau, also Frage ist nur in Baden-Württemberg, nur Lehrkräfte oder auch freiberuflich? Beruflich offiziell nicht. Ich würde da mal gucken, ob man es irgendwie, wenn es Non-Profit ist, machen kann. Auf der Registrierungsseite gibt es aber auch dann so ein Support-Formular, wo man da einfach mal nachfragen kann.
Zu nur Baden-Württemberg, da kann ich gleich, habe ich gleich frohe Nachrichten. Das wird auch international genutzt. Und das heißt, immer wenn wir sehen, das ist irgendwie ein Non-Profit oder so, sowieso Bildungswesen, dann versuchen wir da möglichst kulant zu sein. Und das ist eben, weil es dieses Beta-Projekt noch ist. Später soll es dann was geben, dass auch Freiberufler diese Welten nutzen können und dann eben auch diese Anpassungsmöglichkeiten nutzen können. Das ist im Moment aber eben noch diese Beschränkung. Okay, wunderbar. Vielen Dank dafür. Und dann gibt es noch eine Frage im Chat, und zwar ab wie vielen Jahren wird die Nutzung empfohlen? Ich interpretiere das jetzt mal so, in welchen Klassen wird das bisher eingesetzt, ab welcher Klassenstufe? Also ich habe da schon Projekte dritte, vierte Klasse durchgeführt. Ich kenne zum Beispiel aber auch aus offenen Projekten, die gar nicht beschränkt sind vom Alter her. Da habe ich sogar noch eine Folie zu vorbereitet, wenn man noch mal kurz den Bildschirm einblenden kann. Gibt es ja so Untersuchungen vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest, in welchen Altersgruppen alle Mindtest bzw. Minecraft, das ist ja das bekanntere Spiel dann noch, was aber allerdings Geld kostet und auch zu Microsoft gehört, also auch so unter Datenschutzaspekt ein bisschen schwierig ist. Jedenfalls wurde hier gefragt, welche Spiele werden am liebsten gespielt, und durch die Bank ist eigentlich, also von 6 bis 19 Jahren, ist eigentlich Minecraft sehr, sehr beliebt. Also so diese kreativen Blockspiele haben wohl eine große Faszinationskraft. Und ich kenne das auch aus offenen Projekten, dass schon Sechsjährige, die ein bisschen fitter sind, damit gut zurechtkommen. Super, vielen Dank. Gibt es Fragen hier im Publikum? Es gibt eine Frage, bitte. Hi, Tobi hier, auch Pädagoge. Ich habe eine kurze Frage. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Mindtest was anderes als Minecraft. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch nicht die Probleme, dass Microsoft euch irgendwie reinreden kann. Also, weil es gibt ja solche Projekte wie die Uncensored Library, die zum Beispiel auch sich Gedanken machen musste, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Microsoft sagt, unser Programm, euer Projekt passt uns nicht, wir blocken das quasi weg. Also wir entscheiden eigentlich, was quasi mit dem Spiel passiert. Das ist die eine Frage, und die andere Frage ist, du hattest Nachhaltigkeit erwähnt. Inwiefern siehst du Potenziale in dem Spiel, also Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern, wenn man dann auch sagen könnte, naja, Leute, geht doch lieber mal in den Wald, in den Wildpark oder so, anstatt jetzt Minecraft irgendwelche digitalen Bäume anzuschauen. Danke dir. Okay, also das Wegblocken fand ich übrigens ein schönes Sprachbild dazu. Bitte Chris, deine Antwort. Will ich auch noch mal kurz ehren, dass Mindtest nicht entwickelt wird vom Landesmedienzentrum, sondern das ist ein Open-Source-Projekt, was es schon gibt. Tatsächlich ist es aber dadurch natürlich möglich, dass jeder einen eigenen Server aufsetzt und ist natürlich auch zensurresistent in dem Sinne. Der Code ist offen, das heißt, jeder kann sich da eine Kopie ziehen. Das ist auch für ganz, ganz viele Plattformen verfügbar, Android, PC, Linux, Mac. iPads leider nicht, weil da momentan noch Lizenzprobleme gibt, die aber Apple oktroyiert hat. Ein Problem hatte der VLC Media Player auch mal. Aber das heißt, da hat man natürlich bessere Möglichkeiten, auch was Benutzernamen angeht, kann man einfach welche wählen, die man möchte, und ist jetzt nicht wie zum Beispiel bei der Bildungsversion von Minecraft da auf bestimmte Usernamen eingeschränkt. Ich hoffe, das klärt das ein bisschen. Zum Nachhaltigkeitsaspekt natürlich, ich finde es auch gut, wenn Jugendliche rausgehen. Aber das kann ja einfach auch ein ergänzendes Angebot sein. Medienkompetenz natürlich jetzt in dieser Welt, ich hängt auch ein bisschen damit zusammen. Also sich in so einer komplizierten Welt dann mündig zu verhalten, mit der klarzukommen, gehört, finde ich, auch jetzt zum Beispiel, wenn man sich mal die 17 Nachhaltigkeitsziele anschaut, also diese Sustainable Development Goals, durchaus mit dazu. Natürlich ist es dadurch möglich, einfach viele Aspekte der physischen Realität einfach auch zu simulieren, die jetzt so relativ schwierig werden. Also wie geht zum Beispiel sowas wie nachhaltige Stadtentwicklung oder so, kann man natürlich hier in einem Baukasten erstmal erproben, ohne irgendwie Ressourcenbegrenzungen. Dann mal gucken, ob man die dann eben auf die physische Realität übertragen kann. Okay, die Zeit ist fast um, aber lieber Chris, vielleicht kannst du noch mal ganz schnell auf wichtige Fragen antworten. Und zwar, es gab im Chat die Frage, gibt es die Möglichkeit, Community-Mods zu integrieren, wie in Minecraft? Und ich würde da so ein bisschen Frage anschließen, wenn man da als Lehrkraft Welten baut, muss man sie teilen oder ist es offen, dass man es teilen kann? Also gibt es so ein bisschen eine Verpflichtung, hey, du nutzt das und wir teilen das untereinander, und kann man eben Community-Mods auch integrieren?
Modifikationen sind unter einer Webseite gelistet, also die, die auch veröffentlicht wurden. Dann gibt es auch die Möglichkeit, selber welche zu entwickeln. Die werden in der Skriptsprache Lua entwickelt, die relativ einsteigerfreundlich ist, würde ich sagen. Und das heißt, man kann sich das so ein bisschen zusammenklicken. Deswegen auch eine, war auch am Anfang die Folie eine Engine für Blockwelten. Das heißt, hier wird eigentlich schon erfordert, dass man sich Mods holt. Die sind dann allerdings ganz, ganz leicht an die spielen zu übertragen. Der Client, also das Programm, mit dem man dann einen Server besucht, lädt sich die nämlich automatisch vom Server runter, während man bei Minecraft ja selber sein Programm zu Hause anpassen muss. Und das macht es ganz praktisch für kreative Projekte, weil auch mit Leuten, die jetzt nicht super geschult sind, können einfach dieses Programm installieren, können es auf den Server gehen und kriegen alles, was sie brauchen. Müssen jetzt nicht irgendwie Dateien anpassen oder so. Okay, super. Vielen Dank, Chris Binder aus Stuttgart. Applaus für dich nochmal. Genau, wir müssen jetzt hier leider abbrechen, aber vielleicht nochmal, liebe Lehrkräfte aus der ganzen Bundesrepublik, wenn ihr das nutzen möchtet, meldet euch gerne bei Chris Binder bzw. beim Programm Blockalot. Ich habe jetzt gelernt, dass es nichts mit der Tafelrunde zu tun hat. Das ist schon mal ganz gut. Und meinen Test können wir auch nur sehr empfehlen. Hier im Verein Creative Gaming nutzen wir das auch gerne in Projekten. Wir machen wieder eine ganz, ganz klitzekleine Umbauphase. Dann geht es mit Christina Kutscher gleich weiter und es geht um Bösewichte. Also schaltet gleich wieder ein. Bis gleich.